Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und herzlich willkommen im Camp Tacoa. Wir bauen heute einen Übungsplatz. Ja, mal was komplett anderes, und zwar ist das der Auftakt unserer Band of Brothers Reihe und natürlich wir beginnen mit Folge 1 Kurahi. Da wir in unserer gesamten Band of Brothers Reihe Operation Squad spielen, ist Kurahi natürlich eine super Ausgangslage. Denn auch im Camp Tacoa wurden die ersten Fallschirmjäger ausgebildet und genauso wird es bei uns auch sein. Ihr lernt Operation Squad im Camp Tacoa. Wir versuchen einen kleinen Ausschnitt aus dem Camp Tacoa nachzubilden. Das heißt, wir haben hier in dem ersten Bereich, im vorderen Bereich, den Eingangsbereich. Hier wird ein kleiner Wachturm zu finden sein. Wir werden hier eine entsprechende Baracke finden. Und dann geht es weiter. Wir haben hier hinten einen kleinen Ascheplatz, wo wir den Nahkampf lernen können. Wir haben hier einen Granatenwurfstand, wo wir auch dort nochmal die spezifischen Regeln erklären werden. Wir haben eine Kampfbahn, wo wir hier quasi verschiedene Bewegungsabläufe demonstrieren können. Und wir haben natürlich hier auf dieser gesamten Strecke eine Schießbahn, wo wir mit Gewehren, Pistolen und natürlich auch Bazookas und Panzerfäusten üben können. Wer die Serie geschaut hat, 3 Meilen rauf, 3 Meilen runter. Und das wollen wir natürlich auch andeuten, aber wir können es natürlich nur andeuten, weil der Kurahi-Berg ist natürlich schon recht riesig. Aber wir werden hier im hinteren Bereich einen kleinen Hügel andeuten, der natürlich nach oben ausläuft. Und das wird jetzt der erste Schritt sein. Das wird jetzt die erste Aufgabe sein. Wir werden ein bisschen Styrodur zurechtschneiden und uns einen kleinen Hügel andeuten. Unser Hügel ist nun fertig, beziehungsweise eine Sache fehlt noch, wir müssen das Ganze verspachteln. Ich habe ihn jetzt soweit ein bisschen runtergeschliffen, dass wir ein bisschen eine Schräge haben. Wir deuten das Ganze natürlich auch nur an. Wir haben hier noch einen kleinen Weg, den wir dann haben werden. Wir werden das ein bisschen mit Grünzeug, ein paar Bäume werden vielleicht noch platziert. Und das Ganze muss jetzt verspachtelt werden. Ich habe mich entschieden für den Bergswerk-Spachtel. Und zwar ist der schon gebrauchsfertig, ihr könnt also direkt losarbeiten. Das ist ein sehr, sehr leichter Spachtel, das heißt, wenn der ausgehärtet ist, auch jetzt schon, wiegt das so gut wie gar nichts. Und auf eurem fertigen Geländestück habt ihr halt nicht diese schweren Gipsklumpen. Der lässt sich super verarbeiten, gerade auf Styrodur ist das einfach ein richtig guter Spachtel. Es ist gewöhnungsbedürftig, weil er sich ein bisschen anders verhält, wie zum Beispiel ein Gipsspachtel. Aber das habt ihr ganz schnell raus. Und dafür zum Angleichen nutze ich jetzt den Bergswerkspachtel. Unser Hügel muss jetzt trocknen. Wir haben ihn jetzt gerade verspachtelt. Das dauert ein paar Minuten bis zu einer Stunde, bis das trocken ist. Aber wir brauchen natürlich einiges an Hindernissen und die basteln wir jetzt direkt. Was brauchen wir an Hindernissen? Wir brauchen zunächst einmal Zielscheiben. Die machen wir einfach mit ein bisschen Balsaholz und einem kleinen Stab. Da packen wir dann Papierscheiben, die drucken wir uns aus. Die kleben wir dann quasi auf die Holzbretter. Wir brauchen eine Wand, wo die Soldaten hochklettern können. Und was wir noch brauchen für unseren Granatenwurfstand, müssen wir eine Hausfassade basteln. Das machen wir auch mit Holz.
Ja, unsere ganzen Hindernisse sind jetzt gebastelt. Wir haben hier also zwei verschiedene Wände zum Hochklettern. Das ist auch regeltechnisch konform. Wir haben hier vier Zielscheiben. Da werden wir noch ein bisschen was ausdrucken. Wir haben hier unseren Granatenwurfstand. Und wir haben noch ein Willkommensschild. Das Ganze muss natürlich angemalt werden. Ich nutze einfach nur AK Wash for Wood. Ich werde jetzt gar keine weitere Farbe auftragen, weil wir können das super als Holzlasur verwenden. Ich verdünne das Ganze ein bisschen, ja, kurz trocknen lassen, trockenbürsten und dann können wir auch schon unsere Zielscheiben ausdrucken und aufkleben. Ich habe jetzt ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe die ganze Platte braun grundiert, damit man halt auch das Styrodur auf gar keinen Fall mehr durchsieht, wenn dann der Sand drauf kommt. Und ich habe noch einen kleinen Ausschnitt gemacht. Und zwar wird das unser Granatenwurfstand. Den werden wir jetzt auskleiden mit Holz. Oben werden dann noch Sandsäcke später kommen. Und hier basteln wir uns noch eine kleine Holztreppe rein. Ja, ich würde sagen, wir schneiden wieder ein bisschen Holz. Thank you.
Unser Camp Tacoa ist jetzt fertig und ist bereit für den ersten Einsatz. Bedenkt bitte dabei, das ist keine Spielplatte, sondern das haben wir erstens mal als Startprojekt für unser Band of Brothers Projekt genutzt. Und natürlich werden wir euch auf dieser Platte in einer der nächsten Folgen zeigen, wie wir Operation Squad spielen. Wir haben hier einfach viele verschiedene Elemente, wo wir euch einfach verschiedene Regeln auch erklären können. Das heißt, wir können hier auf der Schießbahn die Schussregeln erklären, wir können auf der Kampfbahn die verschiedenen Bewegungsarten erklären, wir können die Granatenregeln erklären, wir können euch den Nahkampf erklären. Das ist natürlich nur ein Teil von Operation Squad, aber ich denke, das kann man schon mal grundlegend sehr gut erklären auf dieser Platte. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps und Tricks wieder mitnehmen. Wie gesagt, wir haben hier wieder nur ein kleines Basislayout gebaut, aber ich denke, darauf baut einfach immer alles drauf auf. Von daher hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt. Wir freuen uns jetzt auf die nächsten Plattenbauprojekte. Die nächste Platte wird dann die Stellung bei Bricour sein. Das war's zu diesem Video. Wer uns gerne unterstützen mag, kann das gerne anhand eines Links und in der Videobeschreibung tun. Dort findet ihr sämtliche Links zu Instagram, zu Patreon, zu unserer Kanalmitgliedschaft. Und am einfachsten helft ihr uns natürlich, wenn ihr dieses Video liked, teilt und kommentiert. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und tschüss. Was erzählst du da? Was denn? Ja, das ist doch... Du bist doch am Ende. Du erklärst doch jetzt nicht mehr, wie man was macht. Du willst nur, vielleicht könnt ihr ein bisschen was mitnehmen. Wir haben verschiedene Materialien gearbeitet. Bitte wir haben gehen. Und so gebaut. Kannst du bitte gehen? Ja. Dankeschön. Was machst du denn da für eine Scheiße? Nein, hör mal auf zu labern. Gut, aber das passt doch nicht am Ende. Gut. Ja, das war jetzt also ein Basislayout. Viel Spaß dabei. Tschüss. Okay, ich fange nochmal von ganz von vorne an. So, wir machen nochmal ganz von vorne. Ja, unser Campen... Ey! Hör doch mal auf! Kippe anzünden. Und jetzt freuen wir uns auf die nächsten Teile. Das nächste Plattenbauprojekt ist jetzt natürlich, wer Band of Brothers kennt,
Brikur Männer. Oh Mann.